Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Don't Starve. Space Engineers ist momentan kaputt, das heißt, das kann ich nicht aufnehmen. Kerbal Space Program 1.1 ist noch Pre-Release, das heißt, noch instabil, kann ich nicht aufnehmen. Super Metroid kann ich nicht jeden Tag machen. Und mit Dings bin ich durch, mit Planetary Annihilation. Also habe ich mal wieder Don't Starve ausgepackt, nach 2 Jahren. Habe eigentlich seitdem nicht mehr gespielt. Ein neues Add-on ist rausgekommen, unerwartet, würde ich sagen. Und ich dachte, ich gucke es mir einfach nochmal an. Ich habe schon ein Spiel gestartet, eben mit Shipwrecked. Ich würde es gerne löschen, kann ich aber nicht. Das war nur zum Aufnahmetesten. Habe auch festgestellt, die Pegel sind totaler Quatsch. Man konnte mich nicht verstehen, das sollte jetzt besser sein. Machen wir mal ein neues Spiel. Was ich gemerkt habe, ich kann Reign of Giants oder Shipwrecked haben. Ich habe Reign of Giants noch nicht viel gespielt, quasi gar nicht. Shipwrecked auch nicht. Was ich von Shipwrecked gesehen habe, gefiel mir aber... Also es geht. Geht schon, ist halt jetzt... Das Problem ist, Shipwrecked spielt auf vielen kleinen Inseln und ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Das heißt... Na komm, spielen wir Shipwrecked. Ich sterbe eh. World... Bla 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 bla. Alles auf Default. Passt. Character. Ja, komm, Wilson. Start. Wilson gefällt mir. Wilson hat einen Bart. So. Jetzt baut er ein paar Inseln. Zu dem, was ich eben gesehen habe. Im Gegensatz zum normalen Don't Starve gibt es nicht ein großes Land, sondern es gibt viele kleine Inseln. So. Jetzt liegen wir da im Sand. Gibt auch nicht viel mehr Einführung. Und ich fange mal an, Zeug zu sammeln. Wow. Worum es in diesem Spiel geht, sagt der Titel schon, ich darf nicht verhungern. Das heißt, im Grunde genommen, das Ziel dieses Spiels ist einfach zu überleben, so lange wie möglich. Wird wahrscheinlich noch ein anderes Ziel geben, aber das habe ich bisher nicht entdeckt. Wie gesagt, ich habe das nicht viel gespielt. Zeug. Zum Überleben gehe ich los, sammle Nahrung hier ein, wie man sieht. Die Krabben nicht, die kriege ich nicht. Ab. So schnell. Und sammle andere Rohstoffe. Mit diesem baue ich mir... Na? Genau. Werkzeug. Um damit noch mehr Rohstoffe sammeln zu können. Daraus baue ich dann hinterher Dinge. Ich werde ein Basislager brauchen. Ja. Meine Axt sieht man unten links ganz gut. Und rechts. Sorry. Und man sieht auch sehr gut, dass sie an Haltbarkeit verliert. Das heißt, Werkzeuge halten nicht ewig. Aber es gibt genug Zeug, um mehr Werkzeuge zu bauen. Eigentlich. So. Tagsüber ist dieses Spiel gar nicht so schlimm, aber sobald es Nacht wird... Oh, da drüben sieht man schon die nächste Insel. Da kann ich natürlich nicht rüber. Was ist das? Schiff. Kleines Schiffchen bauen. Aber es geht hier ja noch weiter. Blumen. So viele neue Rohstoffe, die ich noch nie gesehen habe. Kann ich das fällen? Nein. Was bist du? Hilfe! Ich wurde angegriffen. So, jetzt suche ich mir meinen großen Baum. Den hier zum Beispiel. Und fälle den. Boah, so viel Zeug. Bananen. Und mehr Beeren. So. Oben rechts habe ich
4 anzeigen. Die oberste ist die Uhrzeit. Gelb ist Tag, rot ist, Dämmerung und blau ist Nacht. Je länger die Nacht, desto schlechter für mich. Bewegt sich da oben was Großes? Nein, das sind nur Dings. Darunter habe ich 2 Anzeigen. Das eine ist ein Magen. Das ist, wie hungrig ich bin. Da muss ich was essen. Wenn ich da was esse, wie zum Beispiel das hier, wird die Anzeige größer. Das zweite ist wie sagt man, Health. Sinkt, wenn ich angegriffen werde oder wenn ich hungrig bin, wahrscheinlich. Dann haben wir darunter das Gehirn. Das Gehirn ist, Sanity, wie heißt das auf Deutsch? Mein geistiger Gesundheitszustand. Der sinkt nachts, weil ich einfach wahnsinnig werde. Und das ist eine andere Küste. Ich weiß nicht, wie groß diese Inseln hier sind. Ich muss zusehen, dass diese 3 Sachen möglichst, gefüllt bleiben. Und, ja, das ist das Ziel des Spiels. Nicht, also, einfach zu überleben. Ich bin mir sicher, dass man auch irgendwie nach Hause kommen kann. Da bin ich ja offensichtlich gerade nicht. Ja, und was ich hier sammle, sind halt die Rohstoffe, die das Land mir gibt. Ich weiß nicht, wofür eine Machete gut ist. Ach so. Ich kann es mir aber denken. So, jetzt habe ich mir eine Pickaxe gebaut. Und kann jetzt losgehen und einfach mal diese Dinger hier kaputt kloppen. Da fallen jede Menge Steine raus. Steine sind nie verkehrt. Und hier waren Schnecken dran. Ja. Ich glaube, es waren Schnecken. Was ist denn das sonst? Limpets. Nein, das sind keine Schnecken, aber ich kann sie essen. Sandy Pile. Was war das denn eben? Jedenfalls ist diese Welt voller bizarrer Kreaturen, wie man an den lustigen Tropenvögeln sieht. Und es wird spät. Samen. Samen sind immer eine gute Sache, die kann man einpflanzen. Wenn man denn eine Basis hat. Es fällt mir ein bisschen schwer, hier eine zu bauen, muss ich zugeben. Einfach weil, ich kann nicht von überall wieder dahin zurücklaufen. Ich muss hier ja offensichtlich, wenn ich mir ein Schiff baue, bin ich hier weg. Das heißt, ich sammle hier erstmal Zeug zusammen und baue mir dann ein Schiff. Ja, wird aber gleich Nacht. Und nachts kann ich eigentlich, darf ich nicht, nicht einfach so rumlaufen. Das ist ein großes Problem. Naja, noch ist nicht Nacht. Ups. So. Das passiert, wenn einem das Werkzeug ausgeht. So. Ich brauche nachts Licht. Ansonsten sinkt meine Sanity, was sie jetzt schon tut, wie man sieht. Und es ist noch nicht mal wirklich dunkel. Oh, ich bin voll. Mist. So, aber ich koche mir mal Bananen. Ja, ja. Die anderen Bananen auch noch. Und dann esse ich die. Hab das Gefühl, ungekochte Bananen bringen mehr. Was habe ich denn noch zu essen? Nein. Hat die Schlange kein Fleisch liegen lassen. Das zünde ich erstmal an. So. Jetzt bin ich gesättigt. Puh. Und kann jetzt. Wo ist meine Axt? Da.
kann jetzt, zumindest soweit das Licht reicht, kann ich losgehen und Bäume fällen. Oh. Und es ist schon wieder Tag. Wie viel von der Insel habe ich erkundet? Fast gar nichts. Hervorragend. Vielleicht finde ich ja noch was Gutes. Ups. Eine Kiste. Weiß aber nicht, wie man die aufmacht. Naja gut. Ich würde sagen, ja, das ist eigentlich ganz angenehm. Da vorne ist ein Fischchen. Das nehme ich mal mit. Da ist noch mehr davon. Ja, Fisch. Flieh. Flieh von mir. Frage mich, ob hier noch eine Insel ist. Aber wahrscheinlich nicht. Aber gut ist, dass mir diese ganzen Seaweed-Orte angezeigt werden. Wenn das so ist und, oh, da sollte ich vielleicht nicht hin. Whee! Whee! Oh. Wenn das so ist und ich hier wirklich sogar das kleine blöde Schiff schon steuern kann, dann sollte ich mich doch vielleicht hier an der Küste niederlassen. Irgendwo. Und von hier aus meine Expedition starten. Wäre halt gut zu wissen, wo. Vielleicht, wo es ein bisschen grüner ist. So hier. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so eine üble Idee, seine Homebase mit dem Rücken zum Wasser zu bauen. Ja, komm. Super. Was droppe ich denn dafür? Kann mir nicht vorstellen, dass ich das wirklich brauche. Und dafür nehme ich die Machete. Equippe die. Hack, hack. Mal gucken, was herausfällt. Zeug. Ja, ich kann nichts mehr tragen, das ist richtig. Ich brauche ein paar Blümchen noch. Weil dann kann ich die aus meinem Inventar kriegen. Aus 12 Blumen kann ich nämlich etwas Wunderbares machen. Und das ein Blümchen. Mehr Samen. Da war einer der Büsche, aber da ist noch nichts nachgewachsen. Oh, fuck. Ah! Ich hab's nicht gesehen. Die hat gar nichts gedroppt. Na gut. Ah! Ich will mal gucken, ob ich so eine Krabbe fangen kann. Nein, kann ich nicht. Ja, dich auch nicht, ich weiß. Ja, hier war ich. Mehr Samen. Was ich brauche, ist ein Science-Gebäude, sage ich mal, und zwar eine Science-Maschine. Und dafür brauche ich Gold. Das ist ein bisschen albern. So. Und damit sind wir bei 12, glaube ich. Platziere mich auch hier und nicht weiter oben. So. Chest. Kann ich nicht.
Trap kann ich. Aber... Was wollte ich ihm bauen? Ach, da unten ein Hut. Tada! Und jetzt habe ich nämlich einen wunderschönen Hut auf. Oh. Spinnen! Diese dreckigen Drecksbiester. Die habe ich im Grundspiel schon gehasst. Bleib stehen! Oh, fuck. So. Fuck! Wo kommen die denn her? Ah! Hilft ein Feuer gegen euch? Nein, natürlich nicht. Oh. Und noch eine. Natürlich. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Jedenfalls bleibe ich hier. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Fälle mir noch so ein Bäumchen. Und meine Axt ist kaputt. Oh, die kann ich auch anzünden. Hervorragend. Lohnt sich wahrscheinlich nicht, weil die Nacht ist hier relativ kurz. Ich sehe dich. Ach, der frisst seine toten Kumpel. Oh, Fireflies. So. Kann ich das gekocht essen? Nein. Ich muss auch Beeren essen. Weil ich ein bisschen hungrig bin. So. Hallo. Ja. Gut. Zweiter Tag und so viele Monster auf allen Seiten. Ich würde sagen, ich beende die Aufnahme hier erstmal und mache dann beim nächsten Mal weiter. 20 Minuten reichen zum erstmal einen Blick drauf werfen. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!